aus der Trauung. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Wundert euch bitte nicht, dass ich gerade ungeschminkt bin. Ich wollte mir heute mal einen Tag ohne Make-up gönnen. Ich habe die schlechtesten Nachrichten für euch. Ich will euch jetzt auch nicht das ganze Video über auf die Folter spannen. Ich kriege echt bald einen Nervenzusammenbruch. Ne? Das darf einfach nicht wahr sein. Schaut euch nochmal die Wohnung an. Also das ist unser Erdgeschoss. Da ist die Treppe. Hier ist alles dunkeltürkis. Dann geht es hier weiter eine weiße Wand. Und dann ist hier eine Bordeaux-Wand. Ja. Wir ziehen um. Das war's von unserem Haus. Es ist eine reinste Katastrophe, es ist eine reinste Verarsche. Ich bin so stinksauer eigentlich, immer nicht, aber innerlich. Und dann denke ich mir so, okay, irgendwas Gutes muss das wohl haben, dass wir jetzt hier umziehen. Am liebsten würde ich heulen. Das ist schon mal die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es nur ein Block weiter ist. Wir ziehen einen Block weiter. Und warum, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich? Ja, wir sind hier eingezogen und dann, also wann sind wir eingezogen? Genau, im Dezember sind wir hier eingezogen, ne? Und genau 2 Monate später hat dann der Herr angerufen, meinte, ich verkaufe das Haus. Ja, schaut einfach mal, wo ihr bleibt. Geil, wir haben einen Vertrag zwar, aber in dem Vertrag steht natürlich nicht, was dann passiert, wenn das Haus verkauft wird. Ja, gut. Jetzt haben wir eine Chance gehabt, die Nachbarwohnung ist gerade leer, beziehungsweise da hat noch keiner drin gewohnt. Das ist ja unser schöner Garten. Und wir ziehen jetzt genau dahin. Also das heißt, wir müssen einmal über den Garten umziehen. Das ist alles ja, mit Kosten verbunden, sagen wir mal so. Also, dieselbe Wohnung. Der einzige Unterschied mit dieser Wohnung ist, dass das hier geschlossen ist. Seht ihr selber gerade, es schallt hier noch. Und ich habe mir diese Tapete ausgesucht, ist die nicht hübsch? Und ich habe das natürlich versucht, so nah wie möglich wieder dem alten zu machen. Aber es ist immer schwierig, dieselbe Tapete dann nochmal zu finden. Und das Gute ist halt, dass hier jetzt die ganzen Geräusche nicht ins Obergeschoss gehen, sondern man einfach jetzt die Salontür zumachen kann und gut ist. So, jetzt wird hier gerade geputzt. Das ist jetzt unser Schlafzimmer. Ohne Möbel. Also es ist dasselbe Zimmer. Ohne Möbel. Und wir haben hier eine Wand, die halt abhängt. In dem anderen Haus haben wir keine Wand, die abhängt. Und schaut euch mal nachts die View an. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wunderschön das hier aussieht. Und der Garten, man sieht jetzt, es ist schlecht. Ja, Sami hat mich leider wieder ohne Fragen das nicht weiß gestrichen, die Wände, sondern beige. Ich hasse beige. Ich hasse beige über alles. Also wie gesagt, es ist auch wieder dasselbe Badezimmer wie in der alten Wohnung. Nur fehlen hier die Regale und die muss ich halt noch selber anbauen. Ja. Genau, also das ist dasselbe Haus, wie gesagt, nur halt im Rohbau. Beziehungsweise hier hat noch keiner vorher drin gewohnt. Und ja. Ja, die Treppe ist hier anders. Das ist so eine Holztreppe und ich habe so ziemlich Angst, dass hier Hansa runterknallt. Deswegen wird hier jetzt morgen erstmal so was gebaut und es ist eine Holztreppe. Und in der alten Wohnung haben wir hier einen Schrank darunter, beziehungsweise eine ganz andere Treppe. Jetzt fehlt mir der Stauraum, der da unten ist.
Wisst ihr noch, haben sie das Zimmer? Ja, das ist jetzt auch wieder leer. Und die schönen ganzen Sticker, bevor ich einen Haufen Geld ausgegeben habe. Ja, na da. Die hängen hier dann jetzt nicht mehr. Müsste ich jetzt halt neu besorgen, habe ich jetzt absolut gar keinen Bock drauf. Na gut, ich hoffe, dass wir dann schnell umziehen können und dann geht's weiter in der neuen Wohnung. So, hier nochmal die Treppe. Hier hatte ich, wie gesagt, einen Schrank. Da fehlt mir jetzt das Ganze. Was kann ich denn da drunter machen? Das würde ja scheiße aussehen, wenn die das jetzt zumachen, weil da die Zwischenräume offen sind. Man müsste eigentlich die komplette Treppe jetzt austauschen, aber auch scheiße, ne? Ich habe keine Idee, was ich jetzt hier drunter machen könnte. Kein Plan. So. Gut, dann haben wir ja hier die Küche. Da ist jetzt auch schon alles eingebaut. Das heißt, wir haben unsere ganzen Sachen, die wir neu gekauft haben, jetzt für umsonst gekauft. Und das Einzige, was jetzt hier verschieden ist, ist die Spüle. Die werde ich wahrscheinlich auch austauschen, weil ich diese Spüle nicht mag. Weil die macht immer diese Wasserflecken und so, das mag ich nicht. Deswegen werde ich eine in Keramik wahrscheinlich ersetzen. Ja, und that's it. Gut, dann würde ich jetzt erstmal wieder in unsere alte Wohnung rübergehen, rüberlatschen. Wie gesagt, guck mal. Die hat eine Tür hier, versteht ihr? Und meine andere Wohnung hat keine Tür. Das heißt einfach Tür zu und dann ist gut. Und ich liebe die Tapete. So, wie gesagt, jetzt geht's in die andere Wohnung. Behalte das nochmal hier im Blick. So geht's rüber. Leider nicht mehr so laut sprechen, weil alle Geräusche dann nach oben gehen. So ihr Lieben, ich bin jetzt in meiner Küche. Ich bin nämlich gerade dabei, einen Bienenstich zu machen. Das wird aber irgendwie, glaube ich, heute nichts. Ich habe es mittlerweile geschafft, den Sticker hier ranzukleben. So, warum jetzt der Umzug für mich so ärgerlich ist, weil es einfach mit einer erstens eine Menge von Kosten verbunden ist und zweitens, also der Umzug hat uns jetzt, glaube ich, 10.000 TL gekostet. Ja, Tatsache, 10.000 von da nach hier rüber. Das ist einfach Geld, was man sich hätte sparen können. Erstens das und zweitens hatten wir in der anderen Wohnung, als wir eingezogen sind, hatten die kein Herd, keine Spülmaschine, keine Mikrowelle, kein gar nichts. Kein Herd und kein, wie nennt man sich das? Gasherd auch nicht. Das heißt, auch diese Sachen haben wir, und Dünnzugshaube, auch diese Sachen haben wir von null gekauft. Und jetzt sind wir hier rüber. Da haben wir, glaube ich, insgesamt haben die auch so 10.000 TL gekostet. Und jetzt sind wir hier rüber und jetzt hat das hier alles schon. Was machen wir jetzt mit dem alten Kram, was gerade mal 3-4 Monate alt ist? Ja, verkaufen. Ja, schön gut, aber der Wert geht einfach mal um die Hälfte verloren. Und du kriegst dann einfach nicht das Geld wieder zurück, was es eigentlich wert wäre. Und das ist alles so schade. Ich habe alles renoviert gehabt in der Wohnung. Wir hatten gerade neu gestrichen, auch wieder Kosten. Jetzt sind wir hier rüber, mussten wir auch wieder streichen, wieder Tapete. Allein schon die Tapeten, was die an Unmengen von Geld kosten, das ist unglaublich. Aber ich denke mir so, okay, du wohnst zwar hier zur Miete, by the way, ich wohne hier zur Miete, aber ich will trotzdem hier schön leben und nicht denken, oh Gott, du wohnst jetzt zur Miete, ja, jetzt bloß nichts anmalen oder bla bla bla. So, ich zeige euch jetzt mal die Küche. Sie ist fast gleich, wie gesagt, nur die Inneneinrichtungen sind schwarz. Okay, wartet. Ich glaube, ich spinne. Also hier könnt ihr erkennen, Herd schwarz, Mikrodalger schwarz. Das schwarz, der Herd auch schwarz und es ist gerade hinten dran, Katastrophe. Und das war ja in Keramik dort und hier fehlt einfach mal ein kompletter Schrank auch. Und ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Stauraum. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Bienenstichpudding gemacht, der wird nachher noch mit Butter aufgeschlagen haben, so komm bitte vom Tisch. Und dann habe ich hier noch diesen Hefeteig, aber ich habe das Gefühl,
Kühle geht gleich nicht auf, weil ich hatte keine Hefe, sondern nur tiefgefrorene. Ja, doch, ein bisschen tut sich doch was, glaube ich. Oh, gut. Okay, da haben wir noch 23 Minuten und dann werde ich den Teig auch nochmal auspacken. Ja, also das ist im Grunde genommen die Küche mit einigen, einige Sachen fehlen hier einfach. Und deswegen kommt auch heute ein Typ und bringt hier nochmal ein paar Regale an, damit ich wenigstens die Gläser und so weiter da verstauen kann, weil die passen hier einfach nicht rein. Die Hälfte ist noch in der Spülmaschine. Und hier seht ihr alles einfach nur Sheet. So, ja, das erstmal zu der Wohnung. Also wie gesagt, es war mit Unmengen an Kosten verbunden. Und der dritte Punkt, das Menschliche. Ja? Also ich war schwanger, hochschwanger. Ich war kurz vor der Entbindung, als ich da eingezogen bin. Hamza, ich glaube, ich spinne. Wie gesagt, ich war hochschwanger, als wir dort eingezogen sind. Und jetzt im Nachhinein haben wir erfahren, dass damals die Wohnung schon zum Verkauf stand, ja. Aber da haben die wahrscheinlich keinen Käufer gefunden und dachten sich dann im Umkehrschluss, ach, dann geben wir das wenigstens ein paar Monate zur Miete, bis ein neuer Käufer gefunden wurde. So, wann habe ich das Ganze erfahren? An dem Tag, als Sade geboren wurde, kam Sade auf mich zu und meinte, die wollen das Haus verkaufen. Und ich so, was? In der Tat, also ich habe es an Zahles Geburt erfahren und Sami so, ich wusste es schon früher, aber ich wollte es dir nicht sagen, nicht, dass deine Wehen schon losgehen und ich so, ja, hast du gut gemacht, aber als wir eingezogen sind, haben wir zu denen gesagt, schaut mal Leute, wir haben hier vor, länger drin zu wohnen, wir wollen nicht nach 3 Monaten hier raus und nicht, dass ihr dann nach 3 Monaten sagt, so ja, unser Sohn heiratet, wie es üblich in der Türkei ist, unser Sohn heiratet, leert doch mal die Wohnung. So, nee, das passiert nicht und hier und da. Okay, nach 2 Monaten rufen die an, ja, wir wollen die Wohnung verkaufen. Was ist das bitte? Wo ist das Menschliche geblieben? Und ich auch noch mit einem Säugling bin jetzt hier nochmal umgezogen. Ey, das ist, ich finde es einfach eine Sauerei. So, und jetzt steht das Haus leer und steht jetzt zum Verkauf. Ich will kein Bettdoor machen, ne? Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt noch einige Monate dort leer steht. Ja, ihr fragt euch immer, wie kannst du alles kochen und wenn dein Kind da ist oder wie ich das alles schaffe. Ja, er hat die Mama einfach alle aufgeräumt und die hingeschmissen. Das sind meine Samples. Also das sind meine, die ich halt auch zu Hause privat trage, ne? So, ja, dann sieht das hier aus wie ein Schweinestall. Und Zade schläft gerade, sonst würde ich das ja gar nicht schaffen. Und ja, gut, jetzt heißt es ein bisschen abwarten noch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.